Ich weiß nicht, warum ein Jedi hierher kommen sollte. Auf diesem Mond sind so viele Störgeräusche. Natürlich. Dadurch lässt sich ein Jedi nur schwer orten. Aber an einem Ort zu sein, an dem man in der Macht ertrinkt? Warum sollte ein Jedi das wollen? Eine einfache Frage, auf die ich mit einer Gegenfrage antworte. Warum sollte sich ein Jedi verstecken wollen? Hey, wir müssen los. Wovon redet ihr? Was ist los? Der Waffenstillstand der Kopfgeldjäger von Na Shaddaa ist vorbei. Es wird Krieg geben. Eine Falle im Yek-Yek-Tar ist schon schlimm genug. Aber von 100 Kopfgeldjägern gejagt zu werden, ist wirklich lästig. Er sollte alleine kommen. Wir dürfen ihr Treffen nicht stören, bis der Außerirdische gesagt hat, was er weiß. Hey, wir müssen weiter. Sie sind hinter uns her, nicht hinter den Verbannten. Wenn sie hinter uns her sind, haben sie es auch auf ihn abgesehen. Wir müssen ihn retten. Ja, ihr habt recht. Aber wir stecken in größeren Schwierigkeiten als er. Mukka Kamaran in Dosso Ranwi no Chabi. Du Rantamana Sobu. The Ranamo Sibu in Dasarans. Kramer Sukum. Mukka Kamaran in Dosso Ranwi no Chabi. Du Rantamana Sobu. Febko Emareyam da Watasitu in Sularaka Rakachata. Tamasokin Chuda Wanka. Was brabbelt der Typ da? Ich habe nur sehr verstanden. Ich glaube, er wollte, dass wir den General seiner jämmerlichen Bande von Kopfgeldjägern überlassen. Ah, das würde einiges erklären. Welchen wollt ihr? Ich nehme den Dummkopf, der uns bedrohte, anstatt uns zu erschießen, als er die Gelegenheit dazu hatte. Das ist gut. Das ist eines meiner Verstecke. Nicht gerade hübsch anzusehen, aber hier fällt man nicht auf. Es ist jedenfalls ein starker Eingeruch. Ein bisschen fischig, war. Ich nehme an, dass der Gestank einiger fernhält. Ja, Eingeruch. Tja, das ist ein Tauschgeschäft. Diese ganzen Frachterabgase von den Docks werden von einigen ganz gern eingeatmet, ob du es glaubst oder nicht. Ich muss sagen, ich finde manchmal den Abgas von, sagen wir mal, von Autos, manchmal auch den Geruch, oder beziehungsweise Benzin, den Geruch finde ich auch manchmal sehr cool. Oder sehr, 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 ja, sag mal, für mich sehr cool, nicht sehr cool, sondern es ist halt sehr angenehm zu riechen für mich persönlich. Diese Geruch scheint euch nichts allzu viel auszumachen. Man kann sagen, dass ich mich daran gewöhnt habe. Dies ist Parfum verglichen mit dem Geruch an den restlichen Docks. Genug geredet, komm zum Punkt. Warum habt ihr mich hierher gebracht? Du weißt, dass dir Viskis im Yek-Yek-Tar eine Falle stellt. Dich erwartet dort keine Überraschung. Die Sache ist die, dass er die Kopfgeldjäger umgehen und dich direkt an Goto liefern will. Das ist von meinem Standpunkt aus gesehen nicht allzu clever. Was wollt ihr dagegen tun? Ich muss mich noch mit Goto treffen. Die Moral von Kaffee, nein. Was wollt ihr dagegen tun? Erstmal wirst du hierbleiben und ich treffe mich an deiner Stelle mit Viskis. Wie stellt ihr euch das vor? Tja, dieser Geruch, den du bei deiner Ankunft bemerkt hast, der erfüllt jetzt wahrscheinlich schon deine Lungen. Ich habe die Dosis ein wenig erhöht, falls du ein Jedi-Giftresistenztraining hattest. Jeder, der nicht wie ich einen Geruchsblocker hat, wird sich jetzt schwindelig fühlen und schließlich bewusstlos werden. Gute Nacht, Jedi. Gib mir einfach den Raumanzug und ich bin bald zurück. Alles klar, wir sind jetzt auf einmal Mira. Wie wir gerade sehen hier. Veräppeln? Okay. Oh, die hat viele Kenntnisse, muss ich ehrlich sagen. Also die ist wirklich, okay, die spielt eher mit Blastern. Nahkampf ist für sie scheiße.
Ja, ich spiele mit einer im Fernkampf spielt sie hier aktuell. Also wenn wir auch mit sie im Fernkampf trainieren. Gehen wir mit mehr Geschicklichkeit dazu. Nächste Level, das. Talente. Ich glaube, ich gebe ihr ein. Was gebe ich ihr? Hat sie schon eine Waffe? Nee. Ach so, ich habe einen Schutzanzug angeblich. Handgelenkwerfer, interessant. Aber die ist halt ein bisschen gut gesinnt. Ups. Ja, genau. Verletzten heilen. Was gehe ich denn jetzt? Wer hat denn das ein Gewehr? Der Mandalorianer. Wer denn noch? Neue Zähigkeit dazu annehmen. Kurz Gruppen schauen sehen. Erden hat zwei Blaster. Zwei Blaster. Kriegen wir hier weg. Oh, wer? Mal die mal gucken später dann. Denk mal hier auf Blaster Gewehr für ihn auch. Nahkampf ist für sie halt bescheiden. Ja, dann geben wir halt ihr. Halt so, also annehmen, Talente. Wir geben ihr einfach das Gewehr. Nehmen wir das nächste Level, wenn wir halt die ganze Crew wir haben. Jetzt mal einfach mal mehr Rüstung, eine bessere Rüstung. Nächstes. Das und das. Noch eins. Aber ich habe einen Nahkampf-Crit. Also er ist gezielt. Es gibt viel. Es ist zu viel. Mal den mal weg und den mal dazu. Okay. Okay. Einfach durchrennen? Nee. Angeblich soll ich einen Anzug tragen, aber das ist nicht wahr. Was bringt ihr hier? Röcke? Ach, kann ich nicht wechseln, sondern. Du hast gute Augen, Hanhar. Kein Wunder, dass du auf Nar Shaddaa immer noch die Nummer 2 bist. Ja, und vielleicht möchtest du uns erklären, warum du Goto in den Rücken fällst und den Jedi selbst erledigen willst. Ja, gut,
Du arbeitest für Fogger the Hutt? Viscus, du bist dümmer als ich dachte. Das erfährt Goto doch todsicher. Ja, stimmt. Ich sag dir nicht, wo der Jedi ist. Das ist mein Kopfgeld, also steht er unter meinem Schutz. Ich weiß, dass ihr mich hören könnt. Die Benommenheit, die ihr spürt, sollte bald von euch abfallen. Aber nicht, bevor wir uns unterhalten haben. Als ich zum ersten Mal hörte, dass ihr auf Nar Shaddaa seid, konnte ich es fast nicht glauben. Ich hätte nicht gedacht, dass mich hier jemand finden könnte. Aber ich habe euch wohl unterschätzt. Ich habe versucht herauszufinden, warum ihr hier seid. Aber es ist mir ein Rätsel. Einmal helft ihr der Exchange, dann durchkreuzt ihr ihre Pläne völlig unvermutet. Ich kannte eure Absichten nicht, als wir vor langer Zeit über euch richteten. Und ich kenne sie auch heute nicht. Aber was sie auch sein mögen, ihr habt es geschafft, mich aus der Reserve zu locken. Auf jeden Fall solltet ihr wissen, dass ich euren Verbrechen nicht länger tatenlos zusehen werde. Was immer die Exchange den Jedi antun will, ich werde nicht zulassen, dass Dritte darunter leiden. Eine Freundin wollte sich an eurer Stelle mit Viscus treffen. Und ich habe vor, sie zu retten. Ich komme bald wieder. Oder gar nicht. Wenn ihr auf diesen Mond gekommen seid, um Antworten zu finden. Oder Rache. Cool, aber weggeskippt wurde. Na gut. Also habt ihr gesehen, was passiert. Wir dürfen gleich richtig gut battlen dürfen, kennen, machen, whatever. Also er ist sehr eigensinnig, also ich mochte irgendwie ihn teilweise, seine Ansichten, aber irgendwie jetzt nicht mehr so ganz. Wo sind die Wachen davon hin? Yek-Yek-Taba. Eine schöne Atemmaske eigentlich. Hört mir zu. Lehrt eure Gedanken. Versucht bei Bewusstsein zu bleiben. Hört auf zu atmen. Nährt euch an den winzigen Luftreserven in euren Lungen. Die Macht hält euch am Leben. Lauscht der Macht. Lasst euch von ihr am Leben halten, bis ihr euch in Sicherheit bringen könnt. Nur so eine Machtfähigkeit erlernen. Atemkontrolle. Das schützt sich vorübergehend. Vergiftung kostet allerdings Machtpunkte. Es ist eine alte Technik. Ähnlich der heilenden Trance.
Viele Jedi können ihren Atem Stunden oder Tage anhalten. Jedi. Eingeatmet oder mit der Haut aufgenommen. Giftgas setzen. So, erstmal Luftkontrolle. Naja. Der Barmann, ich weiß nicht. Ich mag es nicht. Oh nee, nein, 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 nein. Warum lebt er denn dort? Warum lebt er denn in den Himalaya? Oh, sag mir, der ist hängen geblieben wieder. Nee. Das Spiel ist alt. Und so viele Bugs hätte ich noch nicht nie Erinnerung gehabt. So. Wow. Oh, ich glaube, diesmal es angenehmer zu machen. Warum kommen die jetzt rausgerannt? Nein. Okay. Doch, der Barmann gibt mir doch an, na super. Ich dachte, der hat keine Ruhe. Alles klar, noch relativ easy.
Alter. Also deswegen ist er die Waffe schon mächtig. Ich denke, bei schweren Angriffen. Und dann wird die. Dann wird auch die auch noch. Die ist also relativ einfach gewesen. Chemikalien. Chemikalien-Spender leer. Ein paar Überreste. Ein Zabrak. Einzelbrack, Blaster, bla. Hier. Ui. Ui. Aber dafür nicht upgradebar. Natürlich schade. Weil die Pistole kann schon mächtig sein. Und die was verändern lassen noch. Ne. Wir kriegen jetzt einen anderen Raum. Wir werden mal. Artenkontrolle hier aktivieren. Hallo. Ui. Wollen drinnen schauen, ein bisschen mehr Angst. Greift er mir an? Die haben wir gesehen. So, Kritten. Ich mache den Level ab, bevor ich tot bin. Dann ist noch heilig mehr komplett. Ach so. Seid ihr der Captain Alura Shadow? Eure Crew wird meutern, wenn ihr nicht zurückkehrt. Ihr kehrt. Gut, also ich jetzt auch damit jetzt geholfen. Psst.